Oh, was hecht mir noch? Halt! Bleib stehen! Oi, das Maisonus Afrosinis. Hey, wer war das? Hey, was? Hier kommt einer. Bisher nicht. Wer schießt hier? Der könnte es mit uns aufnehmen. Wird sich noch umgucken. Was? Wenn er kommt, ist er tot. Hey, was? Thank you.
Auf dem Wasser. Omen am Himmel. Jemand kam mit einem schweren Karren hierher und nahm denselben Weg zurück. Die zweite Spur ist nicht so tief. Der Sarkophag wurde wohl mit einem Karren transportiert. Er trägt das Zeichen Selkets, der Skorpiongöttin. Doch wo ist die Leiche? Diese perverse Poesie feiert das Chaos. Sie kehrt alles um, was göttlich und gerecht ist. Yeah.
Armer Mann. Traurig, dass du von den Nilpferden unter Wasser gezogen wurdest. Und dann wurdest du noch von einem ungeschickten Schlechter ohne Daumen auf das Jenseits vorbereitet. Wo ist deine Leber? Das ist nicht lange her. Der Karren ist vielleicht noch nicht weit. Ich finde sicher noch weitere Spuren. Die Täter dürfen so etwas nicht noch einmal tun. Yeah.
Thank you.
Eine Missgeburt, was soll das werden? Halt! Bleib stehen!
Schleppe deinen Tod ganz genüsslich ins riechen. Willkommen. Willkommen in Letopolis. Traum des großen Tahaka. Ein neues Leben erwartet dich in der glorreichen Stadt Letopolis. Eine Chance auf einen Neubeginn in einem goldenen Land voller Möglichkeiten und Abenteuer. Diese gesamte Stadt ging in der Zeit unserer Vorfahren an die Wüste verloren. Willkommen. Willkommen in Letopolis. Ich vergesse nie ein Gesicht, aber deins habe ich noch nicht gesehen. Ich suche nach Tahaka. Du hast es! Dein neues Heim! Ein Wunder menschlicher Arbeitskraft. Das große Werk beginnt! Nein, das ist nicht wahr. Du weißt es nur noch nicht. Wir geben jedem Neuankömmling ein Haus. Grab es aus und hilf bei den Bauarbeiten. Ein neuer Anfang! Ich bin nicht hier, um im Sand zu leben. Sprich mit einem unserer neuen Einwohner. Vini! Er weiß, wie befreiend es ist, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ich kann sie nicht abstreifen wie eine Schlange ihre Haut. Er gräbt sie aus, auf dass sie wieder unter der Sonne erstrahlt und widmet die Stadt Horus. Auf seinen Schwingen wird... Willkommen, Freund! Ein neues Leben erwartet dich in Letopolis, der Stadt des Horus. Komm, finde deinen Weg und geh mit uns in ein neues Zeitalter. Willkommen, Freund. Ein neues Leben erwartet dich in Letopolis, der Stadt des Horus. Komm, finde deinen Weg und geh mit uns in ein neues Zeitalter. Ein Führer wird dir dein neues Haus zeigen.
Du musst es nur ausgraben und mit öffentlichen Arbeiten helfen, um hier willkommen zu sein. Willkommen, Nebet. Die Stadt der Zukunft Ägyptens heißt alle willkommen. Ha, wir finden hier viele verlorene Werke und Fragmente der alten Welt. Vielleicht nicht jeden Tag, aber oft. Willkommen. Willkommen in Letopolis, Traum des großen Tahaka. Bei den Göttern! Was soll ich denn nur tun? Frieden, mein Freund. Was ist geschehen? Die Götter haben mich verflucht. Ich verlor meinen Hof und meine Frau an meinem Bruder Yamu. Und jetzt habe ich auch meinen letzten Besitz verloren. Mein Wagen blieb in einem Graben weit vor der Stadt stecken. Als die Nacht hereinbrach, hörte ich schreckliches Gebrüll. Ich ließ sie einfach zurück. Meine armen Ochsen. Alles, was ich noch hatte. Was soll ich nur tun? Gebrüll? Es gibt keine großen Raubtiere hier. Ich bin trotzdem lieber geflohen. Sie waren die letzten Geschenke meines Vaters. Khufu und Kiera. Und ich habe sie dort gelassen. Mit all meinem Besitz. Wenn ich dort entlang komme, werde ich sehen, was ich finde. Und jetzt arbeite du erstmal an deinem Haus. Vielen Dank. Mein Haus kannst du zur Rechten vom Tempeleingang finden. Mögest du auf den Schwingen des Horus fliegen. Beeil dich. Großmutter sagt, ein Sturm kommt auf. Sie kann ihn schon riechen.
Oh. Ganz ruhig. Lasst mal sehen, wie ihr euch verfangen habt. Noch ein Opfer für die Herren der Furcht! Vergieß das Blut des Fremden für die Göttin des Gebetes! Gut, dass ich nach euch gesucht habe. Ich fürchte, Nehi wäre sonst tot und ihr wärt jetzt Löwenfutter. Oh. Da. Ha! Bayek, du hast Khufu und Kiera gefunden. Dann kann ich ja heute vor Freude weinen. Sieh nur, wie viel du geschafft hast, seit ich gegangen bin. Ich habe etwas Seltsames im Haus gefunden. Es weckt meine Neugier und gleichzeitig jagt es mir Angst ein. Kannst du mal nachsehen? Zeig mal. Als ich den Hauptraum ausgrub, fand ich eine unheilvolle Schrift an der Wand. Alte Schrift. Ich weiß nicht, was sie bedeutet, aber sie jagt mir große Angst ein. Sie ist alt, aber unvollständig. Zu viele Teile fehlen. Ausgelöscht von Zeit und Sand. Glaubst du, denkst du, es ist ein Fluch? Ich frage mal in der Stadt. Na gut, was soll ich tun? Ich weiß nicht, ob ich hier schlafen kann. Alles wird gut. Du solltest mit Ramessu sprechen. Er kennt wirklich jeden in der Stadt und weiß auch über alles Bescheid. Da bin ich mir sicher.
Willkommen, Freund. Ein neues Leben, aber dieses mürrische Gesicht kenne ich doch. Du bist wegen deines Hauses hier. Nein, ich. Du gräbst dir sicher im Handumdrehen ein Haus aus. Genug. In Nehis Haus gibt es seltsame Schriftzeichen. Nichts, was dich sorgen muss, mein Freund. Das haben schon drei andere gesagt. Aber die Zeichen sind zu alt, um sie noch zu deuten. Das sehe ich mir an. Du verschwendest deine Zeit, aber wie du willst. Willkommen, Nebet. Die Stadt der Zukunft Ägyptens heißt alle willkommen. Wir finden hier viele verlorene Werke und Fragmente der alten Welt. Willkommen. Willkommen in Letopolis. Traum des großen Tahaka. Bist du neu hier? Auf der Durchreise. Aber einem Rätsel auf der Spur. Gibt es alte Hieroglyphen in deinem Haus? Hat die nicht jeder? Hab mir nichts dabei gedacht. Warum? Bedeuten sie irgendwas? Ich bin nicht sicher. Darf ich sie sehen? Warum nicht? Sag mir, ob ich mir Sorgen machen muss. Ein neues Leben erwartet dich in der glorreichen Stadt Letopolis. Eine Chance auf einen Neubeginn in einem goldenen Land voller Beeil Möglichkeiten. Beeil dich! Großmutter sagt, ein Sturm kommt auf. Ja? Wie kann ich dir helfen? Ramesso sagte, es gäbe seltsame Schriftzeichen in deinem Haus. Ja. Ich fand sie ziemlich unheimlich. Ich glaube, es hat noch jemand so etwas entdeckt. Darf ich sie sehen? Sicher. Geh nur rein. Der Stil sieht ähnlich aus. Vielleicht sind sie Teil derselben Botschaft. Darf ich dich etwas fragen? Hm? Worum geht's? Nehi hat seltsame Symbole in seinem Haus gefunden, wie du. Darf ich sie mir ansehen? Sicher. Er ist neu hier, oder? Er ist ganz süß, aber er sieht immer aus, als würde er gleich weinen. Sag ihm, dass ich nach ihm gefragt habe. Mein Name ist Nebefer. Mehr von der Botschaft. Noch ein Teil der Botschaft. Die vollständige Botschaft. Ist es eine prophetische Vision? Wo ist dieser Tempel? Willkommen! Ein Führer wird dir dein neues Haus zeigen. Du musst es nur ausgraben und mit öffentlichen Arbeiten helfen, um hier willkommen zu sein.
Genies Sigiriet. Hier, lass mich dir helfen. Was? Hältst du mich für hilflos? Ich bin überrascht, dass eine Frau in deinem Zustand so hart arbeitet. Die Ankunft deines Kindes ist ein Segen. Ach, ich bin kein Zimperlieschen. Oh, tut dir etwas weh? Mein kleines Böhnchen macht sich nur etwas bemerkbar. Meine Arbeiter sind zu lahm. Ich muss dahin und sie antreiben. Lass mich, Nibet. Diese Zone ist tabu. Papa! Ipui! Könnt ihr mich hören?
Baba! Ipui! Ich bin hier! Was ist denn los? Was ist passiert? Der Tunnel ist eingestürzt. Baba und Ipui sind noch da drin. Wie kann ich helfen? Bist du stark genug, um den Weg freizuräumen? Vielleicht kannst du sie rausholen. Bitte, Neb. Es sind meine Brüder. Warte hier. Ich tue, was ich kann. Da werde ich wohl durchbrechen müssen. Hey du, bist du verletzt? Ja, hab mir den Knöchel verstaucht. Mein Bruder Baba arbeitete weiter hinten. Der Tunnel ist eingestürzt. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich hol dich erstmal raus. Dann suche ich ihn. Vorsicht! Ich glaube, ich habe ein Zischen gehört. Drei Position gerecht. Ipui! Jetzt kann ich mich um ihn kümmern. Du musst zurückgehen und Baba finden. Schnell! Er ist vielleicht verletzt oder Schlimmeres. Kümmer dich um ihn. Ich werde deinen Bruder finden. Danke, Neb. Friede, Wadjet. Verzeih, dass ich deine Grünen tötete. Es gab keinen anderen Weg. Bist du verletzt? Nein. Ich konnte mich vor dem Einsturz gerade noch hier reinzwängen. Ich hatte keine Ahnung davon. Wir wollten eigentlich den Fluss erreichen. Das ist sehr wahrscheinlich Teil des alten Tempels. Brauchst du Hilfe, um herauszukommen? Es geht mir gut. Ich gehe zurück zu meinen Brüdern und ruhe mich aus. Was ist das?